Nicht weit von Neukirchen-Flüen liegt die Halde Norddeutschland. Aufgeschüttet von 1952 bis 2001 überragt die Halde das niederrheinische Flachland und bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten. Mit 359 Stufen führt die sogenannte Himmelstreppe auf den 74 Meter hohen Haldengipfel. Unmittelbar nach der ersten Treppe wird der Besucher über eine Brücke durch ein Feuchtbiotop geführt. Die Brücke ist so konstruiert, dass sie beim Darüberlaufen ein wenig schwingt, ähnlich wie Schilf im Wind. Das weithin sichtbare Wahrzeichen der Halde ist das 10 Meter hohe Hallenhaus. Es ist eine 2006 entworfene Stahlkonstruktion und repräsentiert ein Bauernhaus im Stil der Industriekultur. Eigentlich hat mich dazu bewogen, heute zur Halde zu gehen, weil letzte Woche war ich mit den Kindern hier und da war absolut windstill und da waren die Kinder total enttäuscht. Das ist das erste Mal, wo wir jetzt hier oben sind und wollte mal gucken, wie jetzt, ich habe von mehreren Kollegen schon gehört, wie es hier oben ist und bin überrascht von dem Ausblick hier alles. Hätte ich nicht mitgerechnet eigentlich. Die Halde Norddeutschland bietet eine ausgezeichnete Aussicht. Vom Plateau eröffnet sich ein toller Blick auf die umliegenden Städte, Industrieanlagen und anderen Halden. Eigentlich war mein Kollege, der kam auf die Idee, heute Drachen zu fliegen und da habe ich mir gedacht, da fahre ich einfach mal mit. Ja, ich war noch nie hier, wohne jetzt schon 30 Jahre in Krefeld, aber habe immer mal gehört, hier gibt es eine Halde und ein Kloster und da wollen wir so der Reihe nach abarbeiten so. Und von oben runter gucken. Ihren Namen verdankt die Halde der ehemaligen Schachtanlage Norddeutschland. Das aufgeschüttete Material stammt hingegen aus dem Bergwerk Niederberg. Die Rekultivierung begann bereits 1962 und war 2002, ein Jahr nach der letzten Aufschüttung, abgeschlossen. Im Jahr 2001 wurde die Halde für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und bietet seitdem unterschiedlichste Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Gut geeignet für Mountainbiker hier, wenn man davon überhaupt sprechen kann hier in dem Gebiet. Sehr schön, wir haben also viele Möglichkeiten zu fahren, eine schöne Downhill-Piste, kleine Seitenwege, Natur. Und solange es nicht regnet, bleiben wir immer draußen. Die Halde begeistert nicht nur Mountainbike-Fahrer, auch Paraglider besuchen sie regelmäßig. Die einzige Halde oder einziger Berg, wo wir hier im Moment fliegen dürfen, am Berg. Wie kommt das? Kein anderes zugelassenes Fluggelände hier in der Nähe. Die ganzen Halden sind ja von den Zechen und die werden für die Öffentlichkeit einfach nicht zugelassen als Fluggebiet. Wer es etwas ruhiger mag, kann einen der zahlreichen Wanderwege nutzen, um das Plateau der Halde zu erreichen. Abseits der Wege findet man alte Pumpstationen, liegengelassene Betonkanäle und unterirdische Wasserläufe. Am Fuß der Halde liegt die stillgelegte Schachtanlage Friedrich Heinrich III. Im Jahre 1929 begann die Aushebung der damals selbstständigen Schachtanlage. Zwei Jahre später übernahm die Zeche Friedrich Heinrich die Anlage und nahm sie als Wetterschacht 3 in Betrieb. 2007 wurde der Schacht wieder verfüllt. Sobald die Dämmerung einsetzt, zeigt sich die Halde noch einmal in einem ganz anderen Licht.
das Hallenhaus, die Wege auf dem Plateau und gerade die Himmelstreppe werden von tausenden Lampen und Lichtern beleuchtet. Vom Fuß der Halde aus ragt die beleuchtete Treppe in der Dunkelheit schier unendlich in den Himmel.